So, wir sind jetzt hier endlich angekommen auf den Campingplatz in Pana. Haben alles gebaut. Da hinten steht unser Zelt, unser Auto. Und ja, das ist der See. Schön. Ja, ich wollte mal gucken. Da kommt schon das erste Gewitter. Schön. Jetzt haben wir lange geräumt und gebaut, also obwohl mein Mann da war und mir geholfen hat, haben wir eigentlich trotzdem genauso lange gebraucht wie das letzte Mal. Ich verlinke euch das Video hier oben vom letzten Mal, weil der Boden entweder zu weich oder zu hart war. Also wir haben Heringe, Nägel, andere Heringe, alles mögliche drin. Ich hoffe, es hält, vor allem wenn es Gewitter kommt. Also offensichtlich habe ich schon mal einen Fehler begangen. Ich dachte, ich bin nicht in einer Kuhle. Man sieht es leider nicht, durch die Tropfen wird nicht scharf. Aber wir haben unser Zelt offensichtlich doch in der Kuhle aufgebaut. Ohne es zu merken. Ja, also so viel dazu. Um euch mal das Ausmaß zu zeigen. Schön, ne? Bei gutem Wetter kann ja jeder. Jetzt sieht das Ganze noch deutlich schlimmer aus. Also ich dachte ja, ich bin auf einer ebenen Fläche, wo nichts stehen bleibt, aber ich bin des Besseren belehrt worden. Hallo zu einem neuen Video. Wir sind heute zelten. Wie ihr seht, das Zelt ist nass. Hat nämlich ganz schön gewittert. Hier oben. Sieht das überhaupt? Ich glaube ja, und bis dann. Das war Schnauze. Das ist Mama und Papa. Und Papa geht gerade. Knuddeln. Machst du Video? Ja, du brauchst die Folge. Papa, mein Papa. Oma, passt natürlich zu Hause. Also, was überhaupt? Papa, geht jetzt der Star lang gegangen? Nur ein Finger halt hinter ihm zeigt. Naja, und die Mama ist da. Sag mal hallo. Hallo. Sag mal hallo. Hallo. Wir haben jetzt hier das erste Gewitter überstanden. Und die nächsten Gewitter folgen in dieser Nacht. Und ich bin gespannt, wie es wird. Sie hofft, dass das Zelt nicht kaputt geht, wa? Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist eigentlich meine einzige Sorge, dass das Zelt kaputt geht und dass dann alles nass wird und dass wir dann ein Problem haben. Und sogar dann haben wir ein großes Problem. Ja, und da drüben ist mein Freund, das rote Auto da, hat Spotze bei sich gehört. Und ich gehe jetzt mal ins Zelt rum. Das ist die Mama. Mama. So, ich melde mich nun auch mal zu Wort. Also, ihr hört ja wieder, es regnet schon wieder. Also, um jetzt erstmal das Video zu beginnen. Hallo erstmal zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch mit auf den Campingplatz nach Pana. Hier ist ein See und ein schöner Campingplatz. Und da hatten wir reserviert, haben angezahlt. Die Rezeption war sehr nett. Und haben uns dann einen Platz gesucht und waren auf der Annahme, er ist sehr schön. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja, effektiv haben wir halt, wie gesagt, sehr lange gebraucht. Dann haben wir noch die fehlenden Legs, diese kleinen Nähte, die noch gestoppt werden mussten, die haben wir noch verklebt. Da hat mein Mann mir geholfen, weil ich ja hier oben zum Beispiel nicht rankam. Wobei, jetzt habe ich eine Fußbank mit. Nicht wie damals, als ich meine Roomtour gedreht habe, verlinke ich euch auch gleich hier oben. Dann war die Fußbank ja dann schon weg und dann konnte ich es nicht mehr dicht machen. Aber jetzt müsste alles dicht sein. Ich hoffe es. Es hat schon vorhin ganz schön gerumpelt hier. Ich blende euch mal hier oben das Video von der Roomtour damals ein, wo es ja da auch so gewittert hatte. Und ihr könnt auch mal auf meinem Instagram-Kanal nachschauen. Den blende ich euch unten ein. Heute blende ich euch viel ein, ihr merkt es schon.
damit ihr sehen könnt, da hatte ich Stories gemacht und die habe ich in den Highlight gespeichert, da könnt ihr euch die angucken. Und jetzt ist halt das Ding, wir haben das Zelt aufgebaut, wir waren fertig, wir wollten eine Runde spazieren gehen und uns den Platz angucken und waren noch nicht mal ein bisschen mehr wie die Hälfte gelaufen. Kam dann doch Sturm auf und ein dickes Gewitter und wir sind zurück. Ja, und da hat es dann richtig reingehauen. Also ich weiß, man soll sich ja nicht in Kuhlen stellen als Camper. Aber ich sage auch ehrlich, es sah nicht wie eine Kuhle aus. Hier sieht alles recht eben aus und deswegen bilden sich dann wahrscheinlich dann doch leichte Kuhlen. Ja, und so stand mein Wasserzelt halt dann plötzlich unter Wasser. Also nicht innen, aber außen. Innen ist soweit bis jetzt alles trocken. Also wir haben es jetzt, glaube ich, um 7 und waren, glaube ich, um 2 hier. Ja. Und diese ganze Nacht soll es jetzt durchgewittern. Und ich bin echt gespannt, wenn ich euch morgen berichte, wie diese Nacht war. Naja, Leute, ihr habt einen Kommengarten. Bei gutem Wetter zelten kann jeder. Und wenn mich jetzt jemand fragt, warum ich es denn mache, wenn ich weiß, dass Gewitter kommt. Warum gehen wir zelten, wenn wir wussten, dass es gewittert? Naja, weil es Spaß macht, ne? Aber eigentlich keine Ahnung, ja. Naja, ich halte euch auf dem Laufenden. Also was ich bedauerlicherweise festgestellt habe, ist, dass es genau hier, seht ihr, wo das Netz ist, da sammelt sich irgendwie Wasser und tropft dann runter. Ich habe jetzt schon eine Schüssel hingestellt. Hier habe ich es jetzt noch gar nicht, doch hier seht ihr sogar noch einen Tropfen hängen. So tröpfelt das dann hier ins Zelt rein. Seht ihr das? Also es ist prinzipiell dicht, aber an dieser Stelle tröpfelt es rein. So, und hier ist das halt dasselbe, genau an dieser Seite. Da habe ich jetzt auch schon eine Schüssel hingestellt. Und hier drüben über meinem Herd ist es auch dasselbe. Da weiß ich nur noch nicht wo, doch auch hier oben. Hier oben tröpfelt es rein. Das sind halt diese Nähte, die halt nicht verklebt sind. Vielleicht muss ich die kompletten Nähte mal verkleben, aber deswegen hat man ja trotzdem das Gitter. Gut, jetzt hat es gerade noch nicht wieder getropft. Also das sind die Ecken, wo ich es auf jeden Fall jetzt schon wieder merke, dass es reinregnet oder reintröpfelt. So, und jetzt frage ich euch. Ist das nun normal? Ist das okay? Oder ist das Mist? Ich kann es nicht einschätzen. Man denkt ja, so ein Zelt ist dicht. Man hat Angst, dass es das nicht ist. Dann sieht man ein paar Tropfen und bekommt eine gewisse Panik. Und jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, wer Ahnung hat, was das nun ist. Ist es nicht schlimm? Ist es normal? Ist es okay? Mache ich was falsch? Schreibt es bitte in die Kommentare. Bitte, bitte, bitte. So, wir haben jetzt ein bisschen gespielt nach dem Abendbrot und jetzt gehen wir hier zu den sanitären Anlagen. In den anderen war ich vorhin schon, habe ich nur kurz ein paar Bilder gemacht, die blende ich euch mal ein. Und ja, jetzt gehen wir mal zu den anderen und dann nehme ich euch auch mal auch auf, wie es dort ist. Ich wurde jetzt schon immer mal gefragt wegen Lucys Schlafsack und den habe ich unten in der Infobox verlinkt. So, jetzt sind wir hier in den anderen sanitären Anlagen. Ach, das ist Kochbereich. Man hat so einen Chip und da kommt man überall hin. Und das sind jetzt Darmtoiletten. So, das ist hier erstmal ja, Abwasser, Wasser- und Entnahmestelle. Das ist Abwasch. Hier noch ein großes Waschbecken. Eine Schleuder. Babywaschbecken. Schön. Also das Bad ist schöner wie das, wo ich vorhin war. Also es ist ja kein nicht Bad. Das ist ja jetzt der Aufwaschzahl. Genau, dann waschen wir erstmal ab. Und die Heizung, Trockner und Waschmaschine. Also da drüben sind die Toiletten. Und hier ist zum Händewaschen und Trocknen. Wir duschen jetzt nicht, aber diese Duschen, die sehen wesentlich schicker aus als die da vorne. Ich glaube, wir gehen immer hier hin. Die sind ein bisschen kleiner, aber völlig okay. Hier eine große? Auch eine große. Das ist cool. Dann können wir morgen früh hier duschen. Haben wir auch noch einen Spiegel? Genau. Dusch morgen. Und hier halt das Waschding. Schön ist auch, dass hier wieder an Kinder gedacht werden. Und selbst hier könnt ihr ein Kind hoch. Finde ich super. Also wie gesagt, diese Sanitäranlage. 2, glaube ich, ist besser als die Sanitäranlage. 3, die ist schon in die Jahre gekommen. Aber die ist schick. So, und die Füße stehen wieder unter Wasser. Aber diesmal nicht vorm Zelt, sondern am Strand.
Wir machen unseren Abendspaziergang. Und da es heute noch hell ist, sind wir halt mal ohne Laterne unterwegs. Nur sieh nicht so weit rein, komm zurück. Ja, aber nicht weiter. Wir haben es uns jetzt gemütlich gemacht und zwar haben wir jetzt unsere Lichterkette an, unsere Lampe und unsere Tischdeko. Ah, es sieht noch ein bisschen widerlich aus. Ich habe jetzt noch Schüsseln aufgestellt, weil es ja reingetropft hat. Hier hinten steht irgendwo auch eine und hier drüben habe ich auch welche hingestellt. Hier steht da oben eine und hier unten habe ich die große Waschschüssel hingestellt. Da hat es reingetropft und hier haben wir auch noch eine Lampe. Den Wassertrog habt ihr ja jetzt auch gesehen, den haben wir jetzt mal mit Wasser gefüllt. Wir brauchen jetzt zwar über Nacht kein Wasser, aber ich dachte, wenn es dann doch morgen früh regnet und wir wollen mal Mund ausspülen oder Hände waschen oder wir wollen nicht vor der Tür, es schadet ja nichts, wenn wir vielleicht mal ein bisschen Wasser haben oder abspülen oder sowas. Eigentlich wollen wir morgen Brötchen holen, mal schauen, ob wir das nur machen oder ob wir morgen einfach Toast essen. Und jetzt spielen wir noch unser Spiel zu Ende und dann geht's ins Bett, weil die Nacht wird spannend. Gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen. Wir waren heute ich war 6:30 wach, die Lucy, oder ich war 6 wach, Lucy 6:30. Es hat nicht gewittert diese Nacht. Es war, was das betraf, ganz ruhig. Aber die Leute waren sehr laut. Also die Leute waren richtig laut. Das hat schon gestimmt. Ja, und jetzt waren wir auf Toilette und jetzt sind wir Brötchen holen. Wir sind hier super ausgestattet mit Regenmütze, Regenponcho. Wir haben auch eine Regenjacke, Gummistiefel, Regenhose. Ich habe auch eine Regenhose an, weil gerade als wir los sind, hat es noch richtig geregnet. Und jetzt gehen wir, wie gesagt, Brötchen holen. Es ist halt schade gewesen, dass so viele Leute so laut waren. Naja, ich hoffe, es wird das Wetter noch schön heute. Mal gucken. So, es ist jetzt 8:30 und jetzt wird gefrühstückt. Mama, ich mache gerade mein Brot. Okay. Und ich kann mich schon schön alleine. Mama, filmst du mal, wie ich das Brot schmiere? Ja, ich filme, wie du das Brot schmierst. Soll ich auch filmen, wie du deine Finger mit Butter ableckst? Nein. Genau, wir frühstücken jetzt schön. Wir waren jetzt bei dem Imbiss vorne, also bei diesem kleinen Laden. Emma-Laden. Tante-Emma-Laden, ja. Und haben uns ein bisschen was gegönnt heute. Das ist, wenn man mit Hunger einkaufen geht. Ja, jetzt erstmal. Hier haben wir ein bisschen aufgemacht, damit wir was sehen. Hier hinten ja sowieso. Ja, dann hoffen wir mal, wir haben heute einen schönen Tag mit wenig Regen. Du musst mir noch zeigen, wie ich Brot schmiere. Ja, hab ich schon. Machst du super. Machst du toll. Komm mal ein bisschen am Finger drauf. Aber, naja. Da wird aber auch jede Ecke angehen. So, hier der Beweis, wir haben blauen Himmel. Jetzt gehen wir aber erstmal duschen. So, wir waren jetzt duschen. Ich kenne gerade noch bei Lucy die Haare. Und ja, wir haben jetzt das Zelt ein bisschen umgeräumt. Also wir haben den Tisch jetzt verlängst gestellt und nicht quer, sodass wir von zwei Seiten dran sitzen. Einfach, dass wir halt beide aus dem Fenster gucken können und ich nicht das Fenster am Rücken habe. Und ja, ich finde, das macht sogar noch ein bisschen mehr Platz her. Ich drehe gleich mal die Kamera um, wenn ich hier fertig bin und zeige es euch. Wir haben jetzt den Tisch hier so gestellt mit den Stühlen. Und ich finde, da haben wir gleich mehr Platz. Klar, jetzt hier die Tasche steht hier. Da muss ich mir mal überlegen, ob ich die doch noch quer stelle. Reicht ja auch, wenn du sie weiter vorne sitzt. Das geht auch. Und der Heizer kommt das uns eigentlich weg oder steht nur mit und heizt. Ja, und hier ist ja unsere Neuerung. Dazu mache ich euch ein separates Video und sobald es online ist, blinkt es hier oben dann für euch auf. Diese Bretter hatte ich eigentlich als Einlagen für mein Regal, aber die machen sich auch als Spieleplatte gut. Die habe ich nämlich diesmal nicht mit. So, ich habe das jetzt gemütlich gemacht, Tisch und Stuhl, habe den Tisch jetzt runtergestellt, damit die Lucy auf dem Kinderstuhl sitzen kann. Ich habe meinen grünen Liegestuhl hier, wo ich so schön chillen kann. Und jetzt sitze ich hier drunter und bin ein bisschen windgeschützt und wenn es nieselt auch geschützt und muss nicht drin im warmen Zelt liegen. Sitzen. Die Maus macht jetzt hoffentlich Mittagsschlaf und will sich ein bisschen ins Bett legen, weil draußen es zu frisch ist. Ja, hoffe ich mal jetzt, dass sie schläft. Und dann geht es danach weiter. Wir waren ja Mittagessen bei diesem Fischerfest hier
und haben sogar Bekannte getroffen. Ja, jetzt schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Also wir haben es jetzt noch voll schön. Ihr seht, blauer Himmel. Mein Sonnensegel ist Gold wert. Von der Seite gegen Wind und von der Seite gegen Sonne. Echt cool. Ja, gefällt mir. Und mit unserem Tisch bin ich auch sehr zufrieden. Sehr. Dann konnten wir jetzt schön niedrig stellen. Wir haben jetzt schön gechillt. Lucy hat mit einer Freundin gespielt. Ich habe es noch abgewaschen. Und jetzt gehen wir zum Pony reiten. Ja, und die Leute baden und fahren Ruderboot. Jetzt bin ich doch am Überlegen, ob ich unser neues Gummiboot aufbaue. Man sieht es gar nicht. Da hinten ist ein Gummiboot. Da ist ein Ruderboot. Jetzt gehen wir erstmal Pony reiten. Man kann hier auf jeden Fall auch Ferienhäuser mieten, wie ich gerade sehe. Und solche, seht ihr das? Solche Fässer gibt es auch. So, los geht's. Ich versuche mich jetzt am Einweggrill. Ich habe noch so ein schönes Gestell dazu. Jetzt probieren wir das mal. So, ihr seht, da geht es ganz schön schnell voran. So schnell war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Lecker. Mein erstes Mal grillen. Auf dem Einweggrill. So, bei uns gibt es jetzt Grillkäse und Roster. Lecker. Und Spieß. Quietschkäse ist das. Quietschkäse. Und hier drüben grillt gerade noch unser Toast. Wir haben jetzt gegrillt, wie ihr gesehen habt, und schön gegessen. Jetzt habe ich abgewaschen. Und jetzt kommt schon wieder die dunkle Front über den See. Deswegen habe ich mich jetzt beeilt. Jetzt gehe ich wieder zurück. Und die Lucy ist übrigens am Walkie-Talkie bei ihrer Freundin nebenan. So, wir haben jetzt Spiel aufgebaut. Es regnet jetzt draußen. Jetzt haben wir hier unsere Chips. Jetzt haben wir noch eine schöne Deko. Haben jetzt hier die Fenster offen. Habe jetzt mit dem Gummi hier oben in den Reißverschluss, seht ihr das, habe ich jetzt den Haken reingehangen. Von der Lampe haben wir hier noch ein bisschen Licht. Und hier hinten haben wir auch unser Licht an. Schön gemütlich gemacht. Der Heizer läuft. Die Tür mache ich auch gleich zu. Genau, und hier habe ich diesmal hochgerollt und habe es aber nach innen gerollt, damit halt der Regen nicht hier reinläuft. Und somit können wir jetzt sogar noch ein bisschen mehr rausgucken. Es trascht ja Gott sei Dank noch nicht so sehr. Ich bin perfekt. Ja, Goldfische. Hier waren die. Ah nein, jetzt habe ich es falsch gemacht. Ach, ich bin doch blöd. Jetzt hast du gewonnen. Ja. Guten Morgen. Ja, wir haben eine verregnete Nacht überstanden. Aber es war nicht ganz so doll mit dem Regen. Also ich fand es okay. Wir haben noch ein paar Lecks gefunden. Wo es mir auffällt, ist zum Beispiel bei sowas hier, wo hier so ein Faden ist. Und da unten. Oder hier so ein Stück. Wo ist es? Hier so ein Stück Stoff. Wo da das halt nass wird und dann hier runterläuft. Ist alles noch im Rahmen gewesen. Und sobald das Zelt heute trocken ist, werde ich es auch kleben. Ich habe es fotografiert, damit ich mir die ganzen Ecken merke. Ich bin gestern hier mit der Taschenlampe drum. Ja, es sind glaube ich 5 oder 6 Ecken noch, die ich mal noch kleben werde. Und dann wird es glaube ich passen. Ja, und dann werden wir mal sehen, wann es halt aufhört zu regnen. Und wir abbauen können. Mama. Mal schauen. Also es regnet nicht richtig, es nieselt. Ich habe noch Marmelade. Ja. Kennt ihr ja Marmelade, ne? Ja. Bestimmt. Kommentiert mal in die Kommentare, ob ihr Marmelade kennt. So, wir kochen jetzt wieder ein schönes Rezept mit Pesto. Tomaten und Mandeln. Mal gucken. Das Zelt habe ich so weit ausgeräumt, wie es ging. Es ist aber noch nass. Na, wir bleiben noch ein Stück. Das Auto habe ich schon wieder gepackt. So, ich habe jetzt den Öl, die Zwiebel und den Knoblauch angebraten. Dann den gemahlene Mandeln dazu. Jetzt noch die Tomaten kurz. Und jetzt habe ich das mit ein bisschen Nudelwasser und die Nudeln, das zusammen. Pesto rein, umgerührt und dann kommt noch Mozzarella rein. Dann ist es fertig. So sieht's aus. Und, mein Schatz, wie schmeckt es dir? Ein bisschen kriegelig. Ja, das ist der Pesto. Und gemahlene Mandeln sind da dran. Schmeckt gut? Okay. Finde auch lecker. Also es ist jetzt 4:30 und es ist jetzt Obstsalat. Das Zelt ist leer. Alles soweit fertig. Jetzt warte ich nur, bis es trocken ist. Und dann können wir los. Dazu fehlt Sonne. Wenn die Sonne da wäre, wären wir schon lange los. Das war nämlich demotivierend auszuräumen, wenn man weiß, wo wir sie noch warten.
Deswegen habe ich heute auch länger gemerkt. Aber ich habe auch noch gekocht. War lecker. Ich habe mich schon ewig nicht gemeldet heute bei euch. Ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war. Ich bin jetzt auf den Heimweg. Es war so, dass ich noch gehofft und gewartet habe, dass die Sonne rauskommt, damit ich das Zelt abbauen kann. Also, ich bin nun zu Hause angekommen. Ja, das Zelt wurde halt leider nicht trocken. Ich musste es dann so zusammenpacken und da bin ich ein wenig verzweifelt darüber, weil auch die Folie, die ich halt drunter liegen habe, war total voll gematscht und nass auf beiden Seiten. Was ja jetzt prinzipiell alles kein Problem ist. Aber ich habe das Zelt einfach nicht zusammengerollt bekommen. Ich habe mir hier noch entweder mich geschnitten oder Schliefereingezogen, weiß ich nicht. Der Daumen, der ist halt dick, ich kann den nicht richtig knicken. Und mir hat einfach die Kraft zum Rollen gefehlt. Und am Ende war halt immer noch Luft im Zelt, obwohl die Türen offen waren. Und ich hatte einfach nicht die Kraft, es so stark zu rollen, dass ich die Luft rausdrücke. Und das habe ich dreimal versucht und bin kläglich gescheitert. Sonst klappt das eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob, weil das Zelt ja nun von unten noch klatschnass war, das auch noch ein negativer Nebeneffekt war. Auf jeden Fall war ich dann sehr glücklich drüber, weil von Nachbars jemand mir geholfen hat. Und war dann sehr dankbar, dass derjenige mir das zusammengerollt hat. Also falls ihr das Video seht, liebe Nachbarn, ich habe ja gar nicht nach den Namen gefragt. Außer von dem Kind, mit dem die Lucy gespielt hat, weiß ich von niemandem den Namen. Doch vom Hund weiß ich es noch. Ja, wir hatten nämlich sehr liebe Nachbarn. Lucy hat sich sehr über die Freundin gefreut, die sie da hatte. Und hat viel mit ihr gespielt. Genau, und von dem da, der Opa, der hat da quasi mir geholfen. Und da war ich sehr, sehr dankbar. Ja, ansonsten habe ich dann halt... Also, wie ich dann mit allen drum und dran fertig waren, war es dann kurz vor 6. Da haben wir dann ausgecheckt, da mussten wir dann nochmal 5 Euro nachzahlen. Effektiv haben wir etwa um die 50 Euro bezahlt. So, summa summarum. Genau, also man hat eine Strompauschale von 2 Euro und dann habe ich Strom nochmal 3,50 Euro bezahlt für das Wochenende. Ja, aber es war sehr schön. Also das Resümee des Campingplatzes, er ist sehr sauber, er ist sehr schön. Man hat 2 Gaststätten, man hat 2 Eisdielen, man hat mehrere sanitäre Einrichtungen, die sauber sind, auch wenn die eine älter als die andere ist, aber sauber sind sie. Es gibt einen Imbiss, es gibt einen Tante-Emma-Laden mit allen möglichen Zeug und Brötchenservice ohne Reservieren. Es gibt sogar so ein Tai-Chi-Massage, wobei der zu hat, als ich jedes Mal dran vorbeigelaufen bin. Es gab einen Slush-Eis-Stand. Es gibt samstags immer Ponyreiten und Ferien auch dienstags und donnerstags. Es gibt 2 Spielplätze, es gibt einen Bolzplatz, Volleyballplatz, also ganz, ganz viel. Ist ein sehr schöner Campingplatz am See, wo es halt sehr steil den Hang runter geht, habt ihr ja gesehen, bis es zum See geht, aber das ist kein Problem, es gibt ja auch Wege. Das Ende vom Lied war halt dann, dass ich das Zelt halt dann nass eingepackt habe. Ich hatte die Schlafkabine separat gelassen und habe dann nur das Zelt in die Zelttasche getan, weil ich sonst nicht wusste, wo ich es hin tun sollte, ohne alles einzumatschen. Ich habe mir dann noch 2 Mülltüten genommen. Da habe ich dann die Unterlegfolie reingetan und habe das dann alles irgendwie eingeräumt. Ja, und irgendwie war das Auto dann anders eingeräumt als auf dem Hinweg und gefühlt voller als auf dem Hinweg, obwohl nicht mehr dazu kam. Ich habe auch festgestellt, was ich halt noch ändern kann. Auf jeden Fall ist mein großes Kopfkissen Quatsch, weil ich da erstens dann schlecht drauf liege und zweitens nimmt es auch viel Platz weg im Auto. Da muss ein kleineres Kopfkissen her. Lucys Spielsachen hatte ich diesmal wieder sehr viel mit, weil ich eben dachte, dass es viel regnet und wir mehr drin sind und dass wir dann genug zum Spielen haben. War ja dem dann nicht so. Also ich werde trotzdem Spielzeug mitnehmen, aber dann wahrscheinlich mir das auch anders einbauen, weil in den Koffer, den ich jetzt hatte, hat es einfach zu viel Platz auch weggenommen und ich werde es nochmal reduzieren. Also das... Ich hoffe ja auf gutes Wetter. Den nächsten Fehler, den ich für mich begangen habe, ist gedacht zu haben, weil es halt viel regnet, dass wir kein Fahrrad für die Lucy mitnehmen. Was mich im Nachgang auch geärgert hat, weil es wäre super gegangen mit Fahrradfahren. Und gerade weil ihre Freundin da jetzt auch Fahrrad mit hatte, wäre das für heute optimal gewesen. Ja, aber auch das wird jetzt immer mitkommen, egal wie das Wetter ist. Zur Not kann es ja ins Auto gelegt werden, wenn es halt nicht nass wird. Genau, also die Änderung habe ich für mich dieses Mal auf jeden Fall mitgenommen. Ja, und dann, wo ich nämlich dann fort bin, bin ich dann erstmal heimgefahren, habe die Sachen ausgeladen, die raus müssen. Also das waren jetzt Klamotten, Badesachen, Essen und Schlafsachen. Abgesehen davon habe ich noch einen Schlafsack und die Luftmatratze rausgetan. Aber den Rest habe ich jetzt im Auto gelassen. Seht ihr ja, das Auto ist auch noch voll, weil es für uns dann nächstes Wochenende wieder losgeht. Und da räume ich das Auto nicht erst aus.
Was sich gut bewährt hat, ist auf jeden Fall der Schubkastenschrank, auch wenn ich ihn effektiv anders genutzt habe, als ich es dachte. Aber ich verlinke euch hier oben ein Video, wo ich euch extra ein Video über uns die Küchenzeile quasi gemacht habe. Aber das ist halt eine Sache, die lebt noch, also die ist noch nicht da, wo sie hin soll. Gerade habe ich gemerkt, wenn das ganze Besteck mit dem Kochbesteck in einer Kiste ist, dann wühlt man sich da immer dumm und dämlich. Da muss noch eine andere Lösung her. Da muss ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber der Rest, der ist schon optimal. Ich komme immer in die Schubkästen ran. Es steht im Auto hinten drin. Ich konnte jetzt bis zuletzt, obwohl ich das Auto gepackt habe, immer noch an Kleinteile ran, an Besteck, an Geschirr. Das war echt super. Also das werde ich auf jeden Fall beibehalten. Das ist gut. Und ja, den anderen Schrank kann ich dann halt in dem Fall anders nutzen. Was der Vorteil natürlich auch ist, dass der Schrank wiederum leichter nun ist, der Küchenschrank, wo der Herd drauf steht. Und ich den dann doch einfacher mal raustragen könnte. Heute habe ich es nicht gemacht, heute habe ich ihn auf den Tisch gestellt, weil ich ihn halt schon weggebaut hatte. Und was ich auch gelernt habe, ist am Abreisetag kein Essen kochen, sondern kaufen oder was Schnelles machen. Ich wollte es halt gern machen, weil ich mir vorgenommen hatte und das Rezept auch so lecker war. Ja, nächstes Mal nicht. Da gibt es was Einfaches am letzten Tag. Genau. Also die Dinge habe ich jetzt aus diesem Campingtrip mitgenommen. Und ich weiß schon, dass ich beim nächsten Mal wieder irgendwelche Erfahrungen mache, wo ich weiß, das nächste Mal machst du es anders. Ja. Auf jeden Fall brauche ich noch eine kleine Tasche für Wäsche. Für Klamottenwäsche. Da hätte ich mir einfach noch so eine Transporttasche. Also wo ich halt immer meine Anziehsachen rein tue, sowas noch mit reinschmeißen können. Das werde ich mir fürs nächste Mal noch mitmerken. Das ist ein Remember an mich selber. Genau. Ja. Also wir hatten auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier ein bisschen was zeigen. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was ich alles gefilmt habe, aber ihr habt es ja jetzt gesehen. Ich werde es dann schneiden und hoffe, es ist was Schönes für euch dabei. Ich kann den Campingplatz auf jeden Fall empfehlen. Ich gebe einen Daumen nach oben für Pana. Da könnt ihr gerne mal hinfahren. Werdet ihr nicht bereuen. Und falls jetzt unsere lieben Nachbarn mit dem Hund, der sich im Zelt gemütlich machen wollte, die werden schon wissen, von was ich rede, falls die das jetzt gucken, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch mal bei mir meldet. Also ich habe hier irgendwo eine E-Mail-Adresse oder ich blende euch nochmal ein. Dann meldet euch gerne mal bei uns. Die Lucy war nämlich todtraurig, dass sie von ihrer Freundin getrennt wurde. Sie wollte so gern bei ihrer Freundin bleiben. Ja, und hat vorhin auch nochmal ganz dolle geweint, weil ihre Freundin jetzt nicht mehr da ist. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr das Video guckt. Ich hoffe, ihr findet's, dass ihr dann mal schreibt. So, na dann, ich wünsche euch eine schöne Zeit und dann geht's beim nächsten Video weiter. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert hier den Kanal, aktiviert die kleine Glocke, dann bekommt ihr immer eine Meldung, wenn das nächste Video online geht. Und könnt auch aktivieren, deaktivieren, wie ihr was wollt. Und hier oben blende ich euch das Video zu unserer Küche ein. Und hier unten ein Video, was zu eurer Playlist passt. Dann sage ich bis bald. Tschüssi!